im Internet uns nochmals anschauen können. Einen Sehr, sehr wunderschönen gerne. guten Tag, Herr Dr. Thomas. Ich danke Ihnen, dass Sie uns das Angebot unterbreitet haben, hier in einem FKT-Webinar nochmals zum Thema Content und Ausstrahlung und Verarbeitung und Bearbeitung neue Informationen, neue Erkenntnisse mitzuteilen. Und Ihr Webinar lautet Der Wandel der Content-Erstellung und Ausstrahlung. Da ist schon ganz viel drin verborgen von dem, was ich mir eigentlich darunter vorstelle. Ich möchte jetzt aber Ihnen nicht zu viel vorgreifen, sondern bitte werde Sie einfach kurz vorstellen, damit alle die, die Sie noch nicht kennen, einen kurzen Einblick haben von dem, wer Sie eigentlich sind und was Sie bisher gemacht haben. Dr. Peter Thomas studierte Luft- und Raumfahrttechnik an der TU München und promovierte 1996 auf dem Gebiet der. Jetzt ist bei mir der Text weg. Upsala. Ja, so passiert es halt. Wenn man sich zu sehr auf die Technik verlässt, dann ist man manchmal verlassen. Wenn ich nämlich dann freigebe, dann verschwindet es bei mir. Ich muss mal eben hier die neuen Teilnehmer alle ins Webinar reinlassen. So. Also, promovierte auf diesem Gebiet. Seit Mitte 1996 ist er in der Medienindustrie tätig, mit dem Schwerpunkt in Enterprise Media Asset Management und damit verbundenen Strategien zur Geschäftsprozessoptimierung. Ich kenne Sie schon aus Ihrer Zeit, als Sie noch bei Blue Order in Kaiserslautern waren. Dann ist Blue Order ja irgendwann in die Evid-große Familie mit aufgenommen worden, mit dem Wissen, was dahinter von Ihnen und Ihren Kollegen gemeinsam erarbeitet worden ist. Und ich denke mal, das ist heute Teil der Evid-Techniken, die auch angeboten werden und die im Markt verfügbar sind. Heute ist Dr. Thomas nach seiner Tätigkeit als CTO bei der Blue Order verantwortlicher und zwar Chief Solution Architect für integrierte Gesamtlösungen bei der Firma Evid. Und mit der Kappe, die er dort auf hat, ist er heute auch hier bei uns. Er möchte Mehrwert für unsere Zuhörer bieten und ich gebe Ihnen jetzt einfach die Plattform. Willkommen, Dr. Thomas, und ich gebe Ihnen den Bildschirm frei. Sie können Ihre PowerPoint-Präsentation starten, aber Sie können auch gerne erstmal unsere Gäste begrüßen. Hier, bitteschön, für Sie die Plattform. Genau, dann begrüßen wir erstmal ganz kurz Herrn. Dankeschön. Im Augenblick kann ich nicht freigeben, weil wir auf dem Doppelscreen-Modus sind, aber das machen wir gleich sicher wieder. Erstmal auch von meiner Seite herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, hier teilzunehmen. Ich hoffe, das wird ganz informativ und unterhaltsam. Hat nichts Besonderes mit Produkten oder so zu tun. Es ist mehr eine Sammlung von Dingen, die man so lernt, wenn man wie ich so, ein bisschen über die Weltkugel fliegt und sich auf den unterschiedlichen Kontinenten mit Leuten unterhält und ein bisschen versucht herauszufinden, wo eigentlich die Reise so hingeht. Und das sind so ein paar gesammelte Gedanken, die Sie heute hören können, die Sie vielleicht teilweise schon kennen. Vielleicht ist teilweise ein bisschen was Neues dabei. Schauen wir mal. Ich hoffe, dass es interessant wird. Dann, wenn ich auf den Genau, Ihnen Freigabestopp gehört die gedrückt habe, Plattform. können wir das mal probieren. Lass uns mit. Also ich übernehme jetzt einfach mal das Wort, da Dr. Thomas sich ganz offensichtlich einmal vom Internet disconnected hat. Das ist uns gestern beim Test auch schon mal passiert. Er wird aber jetzt gleich Ein einen Bildschirm freigeben und damit auch die PowerPoint freigeben. Genau. Genau. Ich wollte einfach nur ein bisschen Ja, das Entertainer ist. machen und zwischenzeitlich die kleine akustische Genau. Lücke überbrücken. Ist genau dasselbe So, wie gestern. bitteschön, es Kaum hat. gehört wieder Ihnen. Genau, jetzt versuchen wir mal, ob ich jetzt hier irgendwie auf einen Präsentationsmodus komme. Muss ich wahrscheinlich hier nochmal ein Ich bisschen kann das hier bei umziehen. mir Vollbild machen. Warten Sie So, mal, ich hier muss sind Sie das mal. Vollbild, bitte sehr. Jetzt müssten Sie eine Präsentation sehen, hoffentlich komplett bildschirmfüllend. Ist das richtig? Ja, wunderbar. Bitte schön, Sie Okay. beginnen. Alles klar. Okay, dann wollen wir mal loslegen. Also, Wandel der Content-Erstellung und Verbreitung. Steigen wir einfach mal das Ganze ist sozusagen ein kleiner Warenkorb von verschiedenen Dingen. Und steigen wir mal ein in ein paar Dinge, die wir so gefunden haben. Das eine, was wirklich interessant ist derzeit, dass zusätzlich zunehmend
neue kreative Werkzeuge geschaffen werden. Sie finden Menschen, die schon immer Interesse daran gehabt haben, Inhalte zu schaffen, sich Erinnerungen zu bewahren, die Urlaubsfotos, genauso wie ihre Videos, die sie treiben, auch bestimmte Themen zu dokumentieren, sich untereinander austauschen, sich miteinander unterhalten, ihre Erfahrungen austauschen und teilweise eben auch tatsächlich so Hobbyproduktionen zu machen. Man sieht einiges Interessantes diesbezüglich auf YouTube und auf anderen Bereichen, in denen man Produktionen sehen kann, die einen sehr, sehr hohen Grad an Qualität bereits erreichen. Und das ist zunehmend einfacher für die Menschen, das zu tun, weil die Werkzeuge, mit denen sie arbeiten, besser werden. Sie finden heute Kameras, sowohl Filmkameras als auch Fotokameras, die enorm gute Qualität erzeugen und einfach zu bedienen sind, die ihre Bildstabilisatoren haben und viele Dinge, die dazu helfen, dass man auch als ungeübter Anwender ein gutes Ergebnis erzielen kann. Sie finden sehr, sehr kostengünstig Software, mit denen sie die Bild- und Tonbearbeitung machen können, die auch zunehmend intuitiver werden. Und weil sie intuitiver sind, ist auch oft das Ergebnis besser. Die Intelligenz in diesen Produkten nimmt ein bisschen auch das Wissen mit, das in der professionellen Bearbeitung vorhanden ist, und dadurch erlaubt es den Einzelnen teilweise sehr gute Ergebnisse zu erzielen. Sie finden Smartphones und Tablets, die ihnen das Leben noch weiter erleichtern, Videoschnittanwendungen, die sie auf dem Tablet laufen lassen können, Smartphones zum Austauschen und das Ganze natürlich in dem Umfeld der sozialen Netzwerke, in dem die Menschen eben jetzt wie früher, sich haben sich zu Hause getroffen und einen Bierabend gemacht. Heute teilt man sich direkt von unterwegs aus, postet sein aktuelles Foto, das man gemacht hat, direkt auf Facebook oder auf sonst irgendein soziales Medium und ist im Prinzip immer dabei, sich auszutauschen. Also man sieht da einen starken Trend dazu, dass diese Werkzeuge eine enorme Qualität erreichen. Und interessanterweise hat es ein paar Nebeneffekte. Zum einen habe ich mit einigen Kunden, mit denen ich mich unterhalten habe, festgestellt, dass solche Consumer-Produkte durchaus auch Einzug in die professionelle Produktion halten. Und da gibt es verschiedene Gründe für. Zum einen, es ist günstiger und oft nützlich für die bestimmten Dinge, die, jetzt weiß ich nicht genau, ob noch jemand was hört, weil es so stumm hier, aber es wird schon okay sein. Also die Consumer-Produkte haben geringere Kosten und infolgedessen kann man natürlich teilweise auch mehr Geräte oder günstig neue Geräte erwerben. Und das ist besonders dann interessant, wenn man in einem Bereich ist, in dem man mit Verlust zu rechnen hat. Ich habe mich auch da öfter mal unterhalten mit Menschen, die gesagt haben, wenn sie Kamerateams ins Feld schicken, zum Beispiel in Krisenregionen und Ähnlichem, dann ist es Leib und Leben der Menschen, der vor Ort sind, der Moderatoren und Journalisten und Kameraleute, ist natürlich sehr viel höher zu bewerten als das des Equipments, das sie dabei haben. Und wenn es gefährlich ist und man muss laufen ganz schnell, dann ist es nicht so vom reinen Kostenstandpunkt her nicht so schlimm, wenn man die Consumer-Kamera wegwirft, als wenn man ein großes professionelles Gerät wegwirft. Also es sind teilweise einfach rationelle Gründe, die dafür sorgen, dass man solche Produkte auch im professionellen Einsatz verwendet teilweise. Und das andere ist auch Bedienphilosophie und Komfort. Wenn die Werkzeuge dazu geschaffen sind, dass ein untrainierter Anwender gute Ergebnisse erzielen kann, heißt das auch oft, dass man, wenn man unterwegs im Feld ist, eventuell teilweise ganz auch schnell und einfach ein gutes Ergebnis erzielen kann mit solchen Werkzeugen, die man dann auch auf dem Tablet vielleicht mit dabei hat. Ist ein Trend, den man sieht, und das hat natürlich auch ein gewisses Problem dann dabei, wenn diese Inhalte in die professionelle Bearbeitung reingehen, weil man natürlich sich überlegen muss, wie man die entsprechenden Formatwandlungen und so weiter hinbekommt. Zum anderen sieht man natürlich auch immer mehr User-Generated Content. Und wie gesagt, die Qualität dieser Inhalte ist auch gestiegen durch die Werkzeuge. Diese Inhalte decken oft Nischeninteressen ab und dokumentieren irgendein Ereignis, an dem eine Person gerade besonderes Interesse hat. Das kann wenige Leute vielleicht interessiert, aber manchmal, wenn was Besonderes passiert in der Welt, dann kann das plötzlich doch zu einem interessanten Element werden, das man auch der Öffentlichkeit zugänglich machen kann. Sie haben auch zur Konsequenz, am Ende des Tages, heutzutage, wenn irgendwo auf der Welt irgendetwas passiert, dann hat jemand dazu wahrscheinlich bereits einen Inhalt erzeugt, und wenn man in den Nachrichten darüber berichten möchte, kann man oft tatsächlich dann aus diesem Umfeld brauchbares Material ziehen. Für die professionelle Nutzung gibt es mehrere Dinge, die man beachten kann. Zum einen kann man natürlich aus dem Umfeld der sozialen Medien und in der Art und Weise, über welche Themen sich die Menschen austauschen, wofür sie sich interessieren, kann man Interessensprofile ableiten und kann möglicherweise daraufhin sein Programm und die Berichterstattung oder die Dinge, die man produziert, stärker an diesen Interessensprofilen ausrichten, um damit Marktanteile zu erhöhen.
Zum anderen ist es eben oft so, dass man daraus zusätzliche Quellen für die reguläre professionelle Berichterstattung hat. Entweder weil man keine Bilder hat, weil niemand zufällig mit der Kamera da war, oder um auch Hintergrundinformationen zu ziehen für eine größere Breite der Berichterstattung. Auf der anderen Seite, das ist natürlich schön, aber problematisch ist dabei natürlich die richtige Auswahl aus der Masse an Möglichkeiten, die einem angeboten werden. Und wie sichert man die Informationen ab? Eine journalistische Aufgabe ist natürlich auch sicherzustellen, dass die Information, die man dann verbreitet über offizielle Kanäle, auch korrekt ist. Es ist teilweise nicht ganz einfach, diese Informationen auch entsprechend abzusichern. Und wie schon erwähnt, problematisch ist auch die Einbindung in die professionellen Produktionsabläufe. Aber dennoch, insgesamt, der Trend ist nicht aufzuhalten und es ist mehr die Frage, wie nutzt man ihn und weniger, wie kommt man an den Problemen vorbei. Daran muss man sich kümmern, um da den entsprechenden Vorteil für sich selbst als Organisation und für seine Verbreitung im Markt zu erzielen. Ein Beispiel für sowas sind die sogenannten hyperlokalen Nachrichten. Hyperlokale Nachrichten sind Dinge, die gerade möglicherweise irgendwo um die Ecke passieren. Dieses kleine Bild, das das Video visualisiert, diskutiert darüber, dass jemand eventuell einen kleinen Artikel darüber schreibt, vor Ort, über einen Mann, der gerade über einen Hund gestolpert ist. Normalerweise interessiert das jemand nicht, aber in der lokalen Community ist das eventuell interessant. Heutzutage sitzen die Menschen vor ihren verschiedenen Internetwerkzeugen, ihren Browsern und erwarten zu jedem Thema, dass sie interessiert, irgendeiner Form Informationen. Und insbesondere, es ist natürlich interessant, was passiert gerade in meiner lokalen Umgebung. Und diese spezielle Form der Berichterstattung ist etwas, was normalerweise die klassische Nachrichtenberichterstattung nicht abdecken kann. Das ist einfach zu feingranular und zu viel. Es entsteht da eine Nische und immer wenn Nischen entstehen, werden sie in irgendeiner Art und Weise gefüllt, von Leuten, die versuchen, daraus in irgendeiner Form eine Präsenz zu entwickeln. Was sehen wir denn als Auswirkung von hyperlokalen Nachrichten? Zum einen kann man sagen, es ist eine Form der Demokratisierung. Die Nachrichten, die Berichterstattung ist nicht mehr hoheitlich etwas, was Nachrichtenorganisationen, journalistische Aufgabe, Zeitschriften und so weiter sind. Es entwickelt sich etwas, was man nennen könnte, eine Berichterstattung als Hobby oder Dienst an der Gemeinschaft. Es entstehen dazu individuelle Portale im Web an verschiedensten Stellen, die sich mit bestimmten Themenkreisen, Interessensgebieten beschäftigen, auch Blogs und sonstige Werkzeuge zum Austauschen. Der Einzelne ist sozusagen in einer gewissen Form ein Berichterstatter, ein Journalist für eine definierte Gemeinde. Und was auch interessant ist, ist, dass dabei eine gewisse Form der Automatisierung bereits eintritt. Was wir zum Beispiel, was ich mal gesehen habe, das war mal in einem Wired-Magazin ausgewiesen, eine Firma, die heißt nativescience.com. Die hat eine Software entwickelt, in der sie aufgrund von statistischen Daten, die zum Beispiel für ein Sportereignis gegeben werden, Ergebnisse, erste Halbzeit, zweite Halbzeit, welche Spieler haben welche Aktionen durchgeführt, daraus sozusagen einen Bericht erstellen, eine Reportage in Text. Das wird ganz gerne eingesetzt, unter anderem mit den Vereinigten Staaten, für die Berichterstattung von Minor League Baseball, für die kleinen Elemente, wo die Jugendsport unterwegs ist, Kinder- und Jugendsport, in denen in der Regel keine Berichterstattung erfolgt, aber natürlich die Leute gerne was über die Spiele ihrer Kinder sehen möchten. Und dann werden dazu robotisch von Automaten, werden softwaregestützt Berichte und Nachrichten erstellt. Das ist auch sozusagen ein bisschen konfigurierbar. Die ersten Versionen waren offensichtlich in ihrer Berichterstattung zu wettbewerbsorientiert und hart. Dann haben sich die Eltern beschwert. Ach, so wollen wir das nicht. Wir wollen nicht, dass die Mannschaft, die verloren hat, so runtergezogen wird. Dann haben die Herrschaften die Profile geändert und haben jetzt etwas freundlicher Berichterstattung. Aber es ist interessant, dass da auch Software inzwischen Nachrichten erstellt. Und dann finden Sie natürlich auch so Firmen wie Datasphere oder so, die an der Stelle Portallösungen erstellen, mit denen Sie relativ schnell und einfach Ihre eigenen Portale entwickeln können. Spannend ist, dass dadurch das.
Ich möchte an der Stelle einmal ganz kurz intervenieren, weil Sie ein Thema ansprechen, was ja gerade im Bundestag durchgewunken wurde. Und zwar geht es da um das Leistungsschutzrecht, was ja den Verlegern und denjenigen, die gut recherchierten Content auf dem Internet stellen, eigentlich eine Vergütung zu sichern. Und wenn Sie das aufmerksam verfolgt haben, werden Sie auch festgestellt haben, dass es dort... Tatsache ist, dass es einfach passiert. Und was man jetzt, wie man sich damit abfindet oder ob man an der Stelle eventuell in bestimmten Ländern auch Maßnahmen ergreifen möchte oder nicht, dem möchte ich gar nicht widersprechen. Aber Tatsache ist, dass das passiert. Die Narrative Science Leute bedienen beliebig viele Portale in den Vereinigten Staaten zu dem Thema. Und da gibt es halt keinen journalistisch recherchierten Beitrag anderweise. Und die Leute mögen es. Also keine Frage, das ist ein schwieriges Thema, aber es passiert. Und das Einzige, was ich erklären möchte, ist, es sind Trends, die Sie draußen sehen. Ob das gut oder schlecht ist, für mich ist da keine besondere Wertung drin. Machen wir weiter. Okay. Spannend ist, wie immer Sie auch Ihre Inhalte machen, ob Sie jetzt hyperlokale Nachrichten machen oder was immer Sie an der Stelle tun, was Sie an Inhalten ins Web einbringen. Es ist in der Regel weltweit zugreifbar. Und Sie haben über die Suchmaschinen und Aggregatoren wie Google News und andere Systeme dabei, finden Sie einen Zugang einen weltweiten Zugang zu den Inhalten, die Sie da an der Stelle selber erzeugt haben. Und das macht die Sache natürlich teilweise sehr attraktiv für die Menschen, die das tun. Das Bericht, wie gesagt, ob es Berichterstattung über Randsportarten oder sonst irgendwas sind oder über lokale Ereignisse. Es ist die Umgebung draußen entwickelt ein sehr hohes Maß an Eigendynamik diesbezüglich. Was auch spannend ist, allgemein ist weltweite Gruppendynamik. In der Vergangenheit, vor der Einführung der sozialen Netze und Ähnlichem, haben ja Menschen sich normalerweise in ihren lokalen Gruppen orientiert, ihren Freundeskreis, in ihrer lokalen Community, möglicherweise Stadt oder Regionen. Heutzutage ist der Austausch mit Menschen, die miteinander kommunizieren, einigermaßen grenzfrei in vielen Bereichen. Soziale Netze, Instant Messaging, verschiedene Formen von Austauschplattformen, wie jetzt die YouTubes dieser Welt. Die Menschen sprechen und reden miteinander ohne besondere regionale Grenzen. Und dabei ist es auch so, dass sie Erfahrungen und Erlebnisse, wie schon eingangs erwähnt, relativ schnell diesen Netzen zugänglich machen und daraus und verbreiten. Und daraus findet man oft mal hochdynamische Gruppenbildung um bestimmte aktuelle Ereignisse und Interessen. Sie finden teilweise diese Flashmob-Geschichten, wo Leute zu irgendeinem Thema sich einfach irgendwo treffen, aber auch eben Großereignissen, wenn Twitter und Facebook unterwegs sind, wo sie dann teilweise enorme Fluten von Posts auf diesen sozialen Netzwerken sehen. Also wer sich das einmal angetan hat, zum Beispiel während eines Ereignisses wie der Eurovision oder sowas, Song Contest, sich irgendwie einen Twitter aufzumachen, wird nicht mal mehr die Chance haben, auch nur irgendetwas dabei zu lesen, weil die Dinger so durchlaufen in einem Tempo. Es ist eine enorme Kommunikationswelle, die da auf einen zukommt. Aber insgesamt zu erkennen, dass über die sozialen Medien die Menschen weltweit grenzüberschreitend miteinander sich austauschen. Das hat natürlich einige Folgen, logischerweise. Was passiert ist, ob man das jetzt nun will oder nicht, Information verbreitet sich unglaublich schnell außerhalb der traditionellen Kanäle, also auch außerhalb von Radio, Fernsehen und den Zeitschriften. Informationen sind blitzartig auf der ganzen Welt verfügbar, sofern es man einen Zugang dazu hat. Also dafür finden Sie Posts und Video-Uploads, die traditionelle Berichterstattung tatsächlich ersetzen teilweise oder zumindest ergänzen. Sie finden, wenn es nicht staatlich über Technologie eingeschränkt wird, wie in China, sind Einschränkungen, die möglicherweise eine Regierung oder eine Organisation über diese Berichterstattung hinüberstülpt, um es zu verhindern, Zensuren und Ähnliches, werden damit relativ schnell umgangen. Und das klassische Beispiel dafür war, denke ich mal, der arabische Frühling, als ausgehend von Tunesien die Situation weltweit bekannt worden ist, hauptsächlich über den Austausch über soziale Netze und die lokale Regierung und die lokalen öffentlichen Medien waren dabei nicht in der Lage, das in irgendeiner Form noch zensieren oder umgehen. Da das ein Risiko ist, gibt es natürlich auch Länder wie China, die da wiederum Einschränkungen treffen und die technischen Möglichkeiten dazu haben, das zu tun. Aber tendenziell sehen Sie, dass da
eine Flut von Möglichkeiten entsteht, wie Informationen sich verbreiten kann. Und eine traditionelle Berichterstattung muss jetzt euch überlegen, was sie da tun. Zum einen gewinnt man daraus natürlich Impulse. Wenn sich so eine Gruppenbildung stattfindet, eine große Menge an Informationen zu einem weltweiten auf der Welt zu einem Ereignis stattfindet, dann kann man natürlich daraus einen Impuls gewinnen und vielleicht sagen, okay, da passiert irgendetwas, da müssen wir uns drum kümmern, da müssen wir einsteigen und müssen dazu journalistisch fest berichten. Man kann auch möglicherweise die Bedeutung von Ereignissen besser bewerten. Man hört irgendetwas, man hat jetzt Informationen, die daraus kommen und kann nun versuchen festzustellen, was genau passiert da wirklich und wie sollte man das einschätzen. Der Haken ist, dass insbesondere für die Verbreitungskanäle, die in der Regel einer staatlich gesteuerten Zensur unterliegen, es ist nicht so einfach, das dann verzerrt darzustellen, wenn die Großteil der Informationen, die auf dem Internet verfügbar sind, in eine andere Richtung zeigen als die eigene Berichterstattung. Das wiederum ist ein Thema, warum manche Länder eben eine Einschränkung dabei suchen. Wie auch immer, auch wenn ich das verwenden möchte, wenn ich daraus Impulse gewinnen möchte, bleibt immer das Problem auch da, Filterung, Auswahl und Bewertung ist problematisch. Journalistische Absicherung. Eine reine Massenbetrachtung, 70% der Leute haben das gesagt, das wird schon wahr sein, das wird dabei natürlich nicht hinreichend sein. Aber es ist ein Trend, mit dem man sich auch in den Häusern, wenn man sie über Investitionen und sonstiges nachdenkt, muss man in irgendeiner Form sich überlegen, wie man mit diesem Trend am besten umgeht. Ein anderes Thema, das auch ganz spannend ist, ist, dass wir eine zunehmende Form von weltweiter nicht ortsgebundener Zusammenarbeit sehen, also eine ortsunabhängige Kollaboration. Technisch gesehen geht es dabei um Verwendung von Cloud-Lösungen, um möglicherweise globale verteilte Produktion. Ich hatte ein paar Posthäuser in den Vereinigten Staaten besucht letztes Jahr und da war interessant zu sehen, dass einige der größeren Studios gemeint haben, naja, also tendenziell machen sie gar nicht mehr sehr viel hier auf ihrem eigenen Campus. Da ist dann die Grafikerstellung, die macht die Partnerfirma X und die sitzt dann in Indien und ein Teil der Animationen wird von der Partnerfirma Y gemacht, die sitzt in Australien. Und der andere Teil, der wird von einem Partner in England gemacht. Also es ist tatsächlich ähnlich wie in der Automobilindustrie und sich das etabliert hat, dass man eher ein Zulieferermodell sieht und viele der größeren Häuser sich mehr in der koordinierenden Rolle sehen. Das ist also ein Thema für global verteilte Produktion, aber auch noch ein anderes Beispiel, zu dem ich gleich komme. Dann erlauben solche Technologien heutzutage auch geringere Kosten für Außenstudios anzusetzen. Man muss nicht mehr unbedingt in jedem Außenstudio einen signifikanten Teil der Infrastruktur replizieren, um den Anforderungen der täglichen Arbeit Genüge zu tun. Man kann teilweise über die Weitverkehrsverbindungen auf Infrastruktur des Hauses zurückgreifen oder auf eine stärker ausgebautes anderes regionales Studio oder vielleicht auch auf Cloud-Systeme. Das führt insgesamt dazu, dass wir eine Tendenz sehen zu verteilten Systemen, in denen wir Naben- und Speichenmodelle vorkommen sehen, wo die Naben die stärker ausgebauten Systeme sind, die dann teilweise Data-Center-Fähigkeiten haben und eine größere Infrastruktur und die an den Enden der Speichen sitzenden Außenstudios oder kleineren Einheiten schwerpunktmäßig die Ressourcen der Naben verwenden. Alles das, wie gesagt, eine Frage der Kosten-Nutzen-Abwertung. Was auch ganz interessant ist, ist die Spezialisierung, die dabei stattfindet. Wie schon erwähnt, Produktionsschritte werden ausgelagert und es bilden sich dann zunehmend auch kleinere Firmen, die sich auf irgendein Thema besonders spezialisieren und dann ihre Dienste verschiedensten Produktionsfirmen zur Verfügung stellen. Und dann bilden sich teilweise einigermaßen dynamisch daraus die Produktionsteams. Man stellt fest, ich möchte das und das machen, dann brauche ich einen Spezialisten für dieses Thema und einen Spezialisten für dieses Thema. Wer ist denn da verfügbar? Wen kennen wir oder wer hat gute Empfehlungen? Man nimmt mit ihnen Kontakt auf und baut sozusagen ein Team auf aus externen, eigenständigen, selbstständigen Menschen. Und daraus hat natürlich eine Konsequenz, die wir auch sehen, dass wir weniger Festangestellte sehen in den Häusern und mehr Freiberufler und dass eine Art globaler Marktplatz auch entsteht für solche Spezialisten und die auch nicht nur regional gebunden sind, sondern teilweise auf der ganzen Welt ihre Dienste anbieten können.
Das ist auch ganz interessant für die Leute, die versuchen, sich vorzustellen, wie sie dafür Technik anbieten können, das zu machen. Was auch ein Thema ist, ist einfach Geld. Und man sieht zunehmend auch in vielen Häusern, mit denen wir so reden, dass die Operational Expenses, also die regulären Betriebskosten, bevorzugt werden im Vergleich zu Investitionen, Capital Expenses, die man dann über längere Zeit abschreibt. Weil je nachdem, wie das Finanzmodell der einzelnen Häuser aufgestellt ist, ist es teilweise einfacher, mit diesen Art Leasing-Modellen oder service-basierten Modellen zu arbeiten, als sich die Infrastruktur selber ins Haus zu stellen. Das erlaubt für die Leute, die sozusagen Projekte abwickeln, wie auch Posthäuser und so weiter, eine einfachere Projektkostenkalkulation. Und man kann auch seine Ressourcen besser skalieren, entsprechende Auftragslage und damit insgesamt die Kosten insgesamt niedrig halten. Was wir auch teilweise bedauerlicherweise sehen, ist, dass dieser Prozess verstärkt wird dadurch, dass oft in den größeren Häusern, sagen wir, eine gewisse Tendenz dazu besteht, interne technische Ressourcen abzubauen. Spezialisten, die sich mit den Systemen auskennen, Administratoren, Leute, die einfach in der Lage wären, intern im Haus intern einen Betrieb sicherzustellen. Dadurch, dass das zurückgeht, kommt das Managed Service-Thema stärker in den Vordergrund. Und auch das ist etwas, mit dem man halt einfach sich, glaube ich, beschäftigen muss und sehen muss, was bedeutet das für das eigene Unternehmen, für die eigene Organisation oder für einen selbst persönlich. Ein vielleicht ein bisschen extremes Beispiel für weltweite Zusammenarbeit oder sagen wir mal zumindest ozeanübergreifende Zusammenarbeit waren die Olympischen Spiele im Jahr 2012 in London. NBC Olympics hat an der Stelle sich vorgenommen gehabt, jede einzelne Minute der Olympischen Spielen in irgendeiner Form ihren Zuschauern zur Verfügung zu stellen und zugänglich zu machen. Und das konnten sie nicht alles über die Primetime oder über Fernsehen abwickeln. Eine ganze Reihe davon ist über verschiedene Webseiten und vor allem NBCOlympics.com gefahren worden. Und für diese Seite hat NBC nach dem Ereignis Statistiken geführt und kam auf 1,8 Millionen Seitenaufrufe, auf 160 Millionen Streams, die ausgelagert worden sind zu den Leuten, 65 Millionen davon live, 95 Millionen Besuche davon on demand. Sie hatten insgesamt 82 Millionen Besucher, unterschiedliche Besucher. Sie haben 20 Millionen Stunden Material wurde von diesen Besuchern gesehen und das ist im Verhältnis zu 9 Millionen im Jahr 2008 in Peking, in dem sie das erste Mal gemacht haben. Und die Event-App, die sie dafür entwickelt haben, war mit 8 Millionen Downloads vom iTunes Store, die meistgeladene Event-App aller Zeiten. Und während dieses Ereignisses war es tatsächlich so, dass zwischen 35 und 50% der gesamten Bandbreite der Vereinigten Staaten von diesen Videostreams und der olympischen Berichterstattung genutzt worden ist. Und faktisch, was auch interessant ist, NBC hat etwa 1 Milliarde Werbeeinnahmen gehabt, ein bisschen mehr für das Ereignis und bereits dieses Mal waren 5% davon Werbeeinnahmen, die sie über diese Präsenz erreicht haben. Und das wächst auch jedes Jahr. Vom Prinzip her muss man sich das so vorstellen, dass es eine Reihe von Standorten gab. Natürlich London, in dem das Ereignis stattgefunden hat. Dann New York City, Rockefeller Center, Rock 30, in dem ein Großteil der Produktion stattgefunden hat. Stamford, Connecticut, da sitzt das Olympische Archiv. Und in Hialeah, das ist bei Miami, das war der Standort für die Berichterstattung in spanischer Sprache fürs Telemundo Network. Und im Grunde war das so, dass die Materialien eingegangen sind in London. Da wurde es auch verschlagwortet von Loggern. Leute haben aber von Amerika aus auf die Inhalte zugegriffen und haben in niedriger Bitrate, in Proxys, ihre Highlights zusammengestellt, haben basierend auf dieser Schnittinformation die entsprechenden Clips in höherer Qualität von London in die Vereinigten Staaten repliziert. Falls es gebraucht worden ist, wurden jeweils an die Standorte vom Olympischen Archiv auch über Recherche Archivmaterial von früheren Olympischen Spielen identifiziert und übertragen. Und auf die Art und Weise hat NBC es geschafft, tatsächlich einen signifikanten Teil der Menschen, die sie früheren Zeiten an den Standort geschickt haben, da wo die Olympiade stattgefunden hat, in ihrem Office zu Hause in der gewohnten Umgebung zu behalten. Also der Anteil an Menschen, die vor Ort waren, war deutlich geringer als das, was in den vergangenen Jahren gemacht worden ist. Und damit wurde das gesamte Ereignis eigentlich gefahren.
Vom groben Setup, ohne genau darauf einzugehen zu wollen, wie das aussieht, muss man sich vorstellen, dass so eine Geschichte am Ende des Tages eine standortübergreifende Lösung ist, in der verschiedenste Firmen und Eigenentwicklungen zusammenspielen, um das zum Fliegen zu bringen. Wir hatten ein Scheduling-System von Schedule All dabei. Wir hatten eine kanadische kleine Firma, die namens Ceridis, die die Maschinensteuerung übernommen hat. Von Mock kamen Ingest-Devices. Primäre Ingest-Devices waren von Sony, die XDCAM Station, die in der Record Wall gesessen sind. Der zentrale Festplattenspeicher für den Austausch der Inhalte zwischen Sites war ein MediaGrid von Omnion, wo wir über deren Broadcast-Lösung Materialien zwischen A und B hin und her gespiegelt haben, über die Weitverkehrsverbindungen. Die beiden Standortproduktionssysteme waren jeweils Interplay Production ISIS-Umgebungen und Interplay MAM, unser Spielzeug, das wir in Blue Order Zeiten entwickelt haben. Das hat die Gesamtsteuerung für die Sache übernommen. Dann gab es noch in Amerika eine Einspielumgebung für die Wiederholungen, die eingespielt worden sind in die Umgebung. Und für die Verbreitung ins Internet wurden dann die Inhalte auf YouTube überstellt und mit einem Cloud-Editor von einer Firma namens Forcine zusammengestellt. Also eine Kollaboration von einer Reihe von Firmen, die an der Stelle so eine Umgebung gemacht haben. Aber der entscheidende Punkt war, dass eben es eine total standortübergreifende Umgebung war, in der niemand mehr gezwungen war, vor Ort zu gehen, um an diesem Ereignis produktiv mit teilzunehmen. Und solche Dinge, glaube ich, werden in Zukunft öfter stattfinden, bei Sportgroßereignissen, bei politischen Großereignissen. Die Möglichkeit, nicht mehr überall mit massiver Präsenz vor Ort zu sein, sondern teilweise von zu Hause aus arbeiten zu können. Das ist mit Sicherheit ein Trend, den wir verstärkt sehen werden. Dann ein anderes Thema. Wachsende Nutzung von Internetangeboten. Auch das dürfte im Allgemeinen nichts wahnsinnig Neues sein. Aber wir sehen halt zunehmend, dass Zuschauer entscheiden, was sie wann genau sehen wollen. Und andere Zugriffsmodelle als das, was wir in der Vergangenheit gesehen haben. Klassisches lineares Fernsehen. Ich schaue mir mein Programm an und überlege, was ich heute sehen möchte und verbringe den Abend vor dem Fernseher. Findet immer noch statt. Und zwar zu in großen Umfang. Aber es gibt auch andere Dinge, wo ich dann untertags etwas nachschaue, wo ich mir Zusatzinformationen besorge, während eine Sendung läuft, oder indem ich einfach sagen möchte, ich möchte das jetzt aber gar nicht jetzt sehen, ich möchte das in 2 Tagen sehen, dann habe ich Interesse daran, zeitversetzt zu betrachten. Sie sehen klar die klassischen Portale YouTube, Hulu, Netflix. Sie sehen aber auch zunehmend eben die entsprechenden Portale, die die einzelnen Rundfunkanstalten erstellen, um ihren Zuschauern die Möglichkeit zu geben, zeitversetzt zu sehen, um Dinge wieder später nochmal anzusehen oder auch Zusatzinformationen noch beizubringen. Sie sehen die bereits erwähnten Portale für Spezialinteressen, die nicht immer alle legal sind, mit dem, was sie tun, ohne Zweifel. Ein Beispiel ist ein Portal, das heißt streetfire.net, beschäftigt sich mit allem, was irgendein Autonarr interessieren könnte. Da sind alle möglichen Geschichten über Automobile, Fahrzeuge, Sendungen, sonst irgendwas. Natürlich finden Sie dabei auch illegale Kopien von den Sendungen von Top Gear oder sonst irgendwas. Das ist mit Sicherheit nicht legal, aber die Plattform ist an der Stelle ein Indikator dafür, dass Portale für Spezialinteressen etwas sind, was die Menschen annehmen und was erfolgreich sein kann. Second Screen, ein Thema, das niemand so genau weiß, wie er damit umgehen soll, mit den Second Screen-Anwendungen. Einer der letzten Häuser, mit denen ich mich unterhalten habe, haben gemeint, sie wissen nicht, wie sie damit Geld verdienen sollen. Aber sie wissen, dass sie nicht drumherum kommen, es zu tun. Deswegen beginnen sie ihre Produktionswege so umzustellen und die Sendeformen so umzustellen, dass sie das in irgendeiner Form zu einem integralen Bestandteil machen können, weil sie glauben, dass sie einfach daran nicht vorbeikommen. Also ein Thema, mit dem man sich beschäftigen muss. Und wir sehen natürlich dabei jetzt die verschiedenen Rückkanäle, die damit auch möglich sind. Über Second Screen, über moderne Fernseher, die Internetanbindungen haben. Alles ändert sich im Vergleich zu dem klassischen Modell des Fernsehschauens und vielleicht an einer Telefonumfrage teilzunehmen oder eine SMS zu schicken. Was die YouTubes, Hulus und Netflixe dieser Welt vielleicht noch ein bisschen gefährlicher macht, als man das im Augenblick vielleicht sieht, ist die High Efficiency Video Codec H265.
Denn dieser Codec verspricht, dass man HD-Inhalte bei gleichbleibender Qualität mit etwa der halben Bandbreite kodieren kann. Und es gibt auf der letzten Consumer Electronics Show ist das teilweise schon vorgestellt worden, Zusammenarbeiten zwischen Geräteanbietern wie Samsung und solchen Portalanbietern, um den entsprechenden Decoder in den Fernseher unterzubringen, so dass ich mir Over-the-Top-Video von den Portalen in einer HD-Qualität übernehmen kann, der derzeit von den regulären Kabelanbietern und auch den Verbreitungswegen in der Form gar nicht so unterstützt werden kann, also mit geringeren Bandbreiten. Das ist ein gewisses interessantes Risiko. Die Frage ist, wie schnell sich das auch auf den regulären Betrieb umsetzt. Aber da sehen wir natürlich ein Marktelement, dass Alternativanbieter für Inhalte Verbreitungswege finden, die die regulären Verbreitungswege umgehen. Der Punkt ist, da ist ein großes Potenzial in dieser Umgebung. Wir sehen die Werbeeinnahmen, die kleine Diagramm, das Sie da sehen, ist ein Überblick von vor einem Jahr, dem Nielsen Global AdView Pulse, Schätzung der Werbeeinnahmen im Quartal 1 2012 und wie sich die entwickeln. Und man sieht dabei, dass die Werbeeinnahmen für das Internetangebot mit 12,1% prozentual immer noch mit am stärksten wachsen von allen. Kommen von einer kleineren Basis her, aber prozentual ist da das größte Wachstum. Das heißt, ich muss mir überlegen, dass da meine Werbeeinnahmen wachsen können. Ich muss präsent sein, um meine Marke zu stärken. Ich muss an der Stelle der Welt, muss, ja dem, muss mich präsentieren und muss mich vermarkten, also muss ich da eine Präsenz zeigen. Ich kann anerkennen, dass wenn ich es darf mit meinen Inhalten, dass meine Inhalte nicht nur regional, sondern weltweit zugreifbar sind. Wenn Sie begeisterte SWR3-Hörer sind, können Sie natürlich SWR3 über das Internet an allen Standorten irgendwo, wo Sie eine Verbindung bekommen, Ihr Radio hören, das Sie von zu Hause kennen. Wenn Sie das auf Inhalterecht heraus nicht können, ist das natürlich nicht hilfreich, aber Tatsache ist, dass sie eben nicht nur regional begrenzt sind. Wenn sie die Möglichkeit haben, können sie eine weltweite Präsenz zeigen mit ihren Inhalten. Und wie gesagt, neue Modelle dank Second Screen. Natürlich ist das Leben ist auch da wieder nicht einfach, weil die Tatsache, dass es das ein spannendes Thema ist, heißt auch, dass es eine große Anzahl von Anbietern und Portalen draußen gibt, die also solche Inhalte anbieten und verbreiten wollen. Und alle haben ihre Eigenheiten, haben dann ihre eigenen Medienformate, haben ihre eigenen Metadatenformate, haben ihre eigene Art und Weise, wie sie möglicherweise mit Zeitfenstern umgehen, in denen das Material präsentiert werden kann, wie die Rechtekonstruktion aussehen kann dabei. Das ist durchaus ein komplexes Thema. Aber auch da gibt es heutzutage natürlich eine Möglichkeit, mit dem Thema umzugehen. Und das ist im Bereich der Automatisierung. Wir sehen im Allgemeinen, ob das jetzt ein MAM oder was anderes ist, es gibt Werkzeuge, die Ihnen erlauben, diese Multiplattform-Ausverbreitung zu automatisieren und im Prinzip über eine Orchestrierung zu machen mit flexibler Regeldefinition und einer agilen Anpassung, die Ihnen erlaubt an Veränderungen, wenn Sie ein neues System draufnehmen wollen oder wenn einer der Anbieter die Schnittstellen geändert hat oder möglicherweise jetzt auf H265 gehen möchte und bisher war es was anderes. Und im Prinzip sehen Sie immer das Gleiche. Sie sehen, dass Sie von den Dingen, die Sie wissen, Inhalte, Metadaten und Rechte-Metadaten, die Sie weitergeben wollen, dass Sie die paketieren in eine Form, die das Zielsystem verstehen kann, dass Sie Ihre Medien transformieren in das Format, in dem das Zielsystem sich wünscht, dass Sie insgesamt daraus möglicherweise noch eine Paketbildung haben mit Zusatzinformationen, dass Sie die Dateien zu dem Zielsystem übertragen und dass Sie von diesem Zielsystem zurück in der Regel noch Informationen bekommen über Statistiken, Analytiken und User Feedback, das Ihnen dann auch erlauben kann, Ihr Angebot an die Art der Nutzung auf diesen Plattformen anzupassen. Wenn Sie solche Automatisierungen betreiben, dann haben Sie natürlich Zeitersparnis, weil Sie den menschlichen Faktor dabei rausnehmen, sonst immer alles manuell zusammenzustellen. Sie brauchen dafür weniger Personal und können hoffentlich dann das Personal in Bereichen einsetzen, die eventuell einen höheren Wert generieren als diese etwas monotonen Paketierungstätigkeiten. Und es ist ähnlich wie eine Fließbandgeschichte. Es ist sehr verlässlich. Wenn es funktioniert, dann funktioniert es und es gibt keine menschlichen Fehler. Und da das, wie gesagt, eine recht monotone Tätigkeit ist, ist das hier ein Bereich der Automatisierung sehr nützlich macht. Ein weiteres Thema.
Ich hatte auch da im letzten Jahr, habe ich glaube ich drei oder vier oder fünf verschiedene Postproduktionshäuser auch da in den Vereinigten Staaten hauptsächlich besucht. Und das war ganz interessant, da kam ein relativ einheitliches Feedback zurück, was die momentan sehen. Da war einer der Häuser hat gesagt, also sie haben vier oder fünf große Kunden, da betreuen sie jeweils zwei oder drei größere Sendungen. Es waren teilweise Kinderprogramme, teilweise was anderes. Und sie werden beauftragt, dafür Trailer zu erstellen. Und wenn sie das und teilweise auch Trailer für dann Live-Sendungen, die in irgendeiner Form damit zusammenhängen. Die Kunden geben ihnen die vorproduzierten Sendungen von diesem Jahr und von letztem Jahr und von dem Jahr davor, damit sie die Grundlage haben, diese Trailer zu erstellen. Und erwarten dann, logischerweise, dass diese Information dann da vorhanden ist. Die werden das schon aufheben. Und teilweise sind dann nicht nur mehrere Terabyte, sondern teilweise mehrere 10 bis 50 Terabyte für einen Kunden über mehrere Monate hinweg vorzuhalten gewesen für einen einzigen Auftrag, den die Häuser genommen haben. Und das führt es für die Herrschaften zu einer Explosion der Speicherkosten. Darüber hinaus gibt es einige Kunden, die sie haben, die auch erwarten, dass ihre Dienstleister das für ihre zukünftigen Wiederverwendungs- und Dienstleistungen, die sie erbringen, dauerhaft vorhalten, zumindest das fertige Produkt, also so eine Art Archivfunktion für sie wahrnehmen. Das kostet relativ viel Geld, vor allem weil derzeit das meistens auf den klassischen Produktionsspeichern gemacht wird und die aufgrund ihrer technischen Ausstattung in der Regel sehr, sehr teuer sind in ihrem Preis von Material zu Terabyte. Und da etabliert sich ein Szenario, in dem man tatsächlich ähnlich wie in der Archivierung in Rundfunkanstalten darüber nachdenkt, Nearline-Szenarien zu entwickeln, sich bestimmte spezialisierte Asset-Management-Systeme zu etablieren, um an der Stelle den Produktionsspeicher freizuhalten und auf der anderen Seite trotzdem die Möglichkeit zu haben, die Materialien vorzuhalten. Aber natürlich sagen die Posthäuser dann, aber das umsonst kann ich das nicht machen und überlegen deshalb, einige davon, sich zu Managed Service Anbietern zu entwickeln und genau diese Dinge als eine Dienstleistung anzubieten. Als temporäre und Langzeitarchivierung, Sichtung und Abnahmen über Wide Area Network Verbindungen, Ingest, Transformationen wie Transkodierung, Qualitätssicherung und sonstige Dinge als Dienstleistung anzubieten und sich vom Posthaus weiterzuentwickeln zu einem Service Provider, der auch andere Dinge anbietet als nur zum Beispiel die Anfertigung von Trailern. Problem der Leute ist natürlich, dass sie dann mit verschiedenen Kunden zusammenarbeiten müssen und müssen daher mit ihren Werkzeugen auf Mandantenfähigkeit achten. Ein kleiner Exkurs in mein persönliches Hobby. Nur mal zusammenzufassen, was man unter einem Media Asset Management System dabei versteht. Dabei geht es eigentlich nicht so sehr um das Archivieren oder was in der Art. Es geht dabei, dass man ein prozessübergreifendes Wissens- und Medienmanagement anbietet, also Metadaten, Essenzen und das Wissen um die Dinge und das alles agil zu gestalten über eine Orchestrierung, indem man ändern kann, was schnell einfach ändern kann, wie sich ein System verhalten soll, wenn bestimmte sich ändernde Anforderungen gestellt werden. Dass die Prozesse, die man dabei etabliert, konsistent, verlässlich und wiederholbar sind und dass man verlässlichen Austausch von Inhalten über die Grenzen hinweg machen kann zu seinen Kunden, zu seinen Systemen, die man braucht, zurück zu einem selbst und die Möglichkeit hat, auch das kontinuierlich zu optimieren. Und auch Werkzeuge einzusetzen, die dieses Wissen automatisch generieren und vielleicht auch Genealogieüberlegungen anstellen, wo kommt das Material her und wo ist es hingegangen. Automatische Wissensgenerierung sind sowas wie Spracherkennungen, Texterkennungen, Bildanalysen, solche Dinge, die dabei versuchen, Informationen zu generieren, ohne dass man sie immer annotieren muss. Und wesentlich ist dabei, dass die Leute alle ein unterschiedliches Problem haben, wo man das modular ausbauen können muss. Und prinzipiell geht es da eher um die Frage, woran bin ich am Anfang interessiert? Brauche ich vielleicht eine zentrale Suche? Brauche ich einen Ingest von Dateien? Brauche ich einen Review- und Approval-Prozess? Möchte ich gerne Projekte parken, während ich sie in Produktion habe? Und je nachdem, was die Leute für ein zentrales Problem haben, möchten sie einfach an der Stelle mit so einem Modul anfangen und möglicherweise andere Module anbieten. Und diese Art der Überlegung war insbesondere auch recht attraktiv für diese Posthäuser, weil sie halt gesagt haben, naja, mit einem der Themen kann ich ja mal anfangen und wenn das wirtschaftlich erfolgreich ist, dann kann ich weiter
andere Service-Modelle anbieten, indem ich mir die Dinge erweitere. Wir nähern uns langsam dem Ende. Das da möchte ich Ihnen nur mal kurz auf den Schirm werfen, ohne im Detail einzugehen, damit Sie ein Gefühl haben, wie man an der Stelle in solchen modularen Ansätzen hingehen kann und kann mit bestimmten Dingen irgendwo beginnen, wie zum Beispiel ein Repositorium zu schaffen, indem man Material und Proxys aufhebt, indem man vielleicht eine zentrale Einspielung schafft, indem man bestimmte Transkodierungsservices anbietet, wie man aus diesen Dingen nach und nach eine größere Umgebung zusammenstellt, kann und wie man die auch verbinden kann mit anderen Instanzen, die irgendwo stehen und auch die Nutzung von Cloud-Services. Das ist mehr ein abstraktes Modell, um mal drauf gesehen zu haben. Aber der modulare Ansatz, das ist etwas, was inzwischen am Markt sehr, sehr stark gefordert wird von den verschiedenen Anbietern, dass sie sich überlegen können, wie sie individuell bestimmte Probleme mit etwas stärker konzentrierten, einfach zu verstehenden, einfach installierbaren Lösungen abdecken können. Das Letzte, worauf ich raus möchte heute, ist Wissensmanagement. Ich hatte es vorhin mal erwähnt, die meisten Menschen würden jetzt sagen, was meint er jetzt damit so genau? Meint er jetzt die Metadaten und meint er annotieren und meint er Schlagworten und loggen? Jein. Teilweise ja, teilweise nein. Das Problem ist folgendes. Wir haben festgestellt, dass das Web eine wesentliche Verbreitungsplattform ist für alle Dinge, die wir schaffen und zunehmend mehr an Bedeutung gewinnt und existierende Verbreitungswege begleitet, aber auch neue Verbreitungswege schafft, neue Formen der Präsentation und Zugriff. Aber wie auch gesagt, da draußen ist viel, sehr viel. Und wenn ich jetzt einfach nur hingehe und einen Beitrag auf das Internet stelle, den findet niemand. Es geht also, solche Produktionen, die ich da habe, die können in der Masse einfach untergehen. Metadaten im Allgemeinen dienen jetzt dazu, hier es findbar zu machen, die Inhalte publik zu machen, sodass man sie auch, dass sie auch gefunden und konsumiert werden. Und dazu müssen zwei Bedingungen erfüllen. Sie müssen zum einen reichhaltig sein, das versteht man noch, aber sie müssen auch maschinenlesbar sein. Denn das, was sie da draußen finden, ist das Ergebnis von Suchmaschinen, die indiziert haben. Und wie genau mache ich es, dass eine Suchmaschine oder auch andere Werkzeuge, die an der Stelle des Web indizieren, möglichst gut finden und einfach finden können, maschinenlesbar. Und das ist ein Thema, das beschäftigt sich mit dem semantischen Web und allgemein semantischen Netzwerken. Und zum einen die Frage, wie bringe ich meine Daten in eine Form, dass sie solche Suchmaschinen finden? Und zum anderen, wie kann ich auch für mich selbst im Haus, wenn ich so etwas tue, für meine eigenen Kunden und für meine eigenen Mitarbeiter Werkzeuge anbieten, die diese Art von Vorhaltung von Metadaten nutzbar machen. Exploratives und semantisches Suchen. Also nicht eine klassische Suche dabei, wie ich suche, aber eine Trefferliste, klicke drauf und lese Metadaten, sondern feststellen, dass zu einem Thema irgendwas gibt, Randbereiche finden, verwandte Themen identifizieren und navigieren durch einen Wissensbaum. Und darüber hinaus auch Statistiken zur Verteilung und Nutzung, um wiederum zu überlegen, wenn irgendetwas weniger genutzt worden ist, als ich das erwartet habe, liegt es am Inhalt oder liegt es an der Art und Weise, wie ich ihn präsentiert habe, war er vielleicht nicht gut genug zugreifbar. Und der Schlüssel dazu derzeit, nach aktuellem Stand des Wissens, ist das semantische Web und automatische Wissensgenerierung. Das semantische Web bietet eine ganze Reihe von Technologien, Standards, Ontologien und Ähnliches, die man nutzen kann und die auch dann, weil man sie nutzen kann, von den klassischen Werkzeugen draußen im Internet auch verstanden werden. Dann jetzt nur die Frage, wo bekomme ich mein Wissen her? Und da ist es einfach nicht hinreichend, sich darauf nur zu verlassen, dass Menschen das alles annotieren und möglicherweise wiederholt annotieren. Ich muss mir überlegen, wie kann ich denn das optimieren? Und dann kann ich überlegen, dass ich meinetwegen Informationen von meinen Planungswerkzeugen mit einbeziehe, in denen tatsächlich auch Menschen teilweise Dinge dokumentiert haben, aber auch Informationen vielleicht dazugekommen sind von den Paketen, die ich bestellt habe und von meinen Zulieferern, die Materialien mir geliefert haben, mit reinkommen. Aus der Akquisition, Kontributionen vom User-Generated Content kommen in der Regel Metadaten mit, Kamerametadaten, wo irgendwas aufgezeichnet worden ist, GPS-Daten, möglicherweise Annotationen, die im Feld entstanden sind, bei der Kontribution Informationspakete, die mein Partner mir mitgeliefert hat.
In den Produktionswerkzeugen entstehen Metadaten. In den Nachrichtenredaktionssystemen werden Stories beschrieben, Running Orders, Informationen, die eventuell verwendet werden können. Rechteverwaltungssysteme haben Informationen und auch in der Verteilung entstehen Informationen. Das so zusammenzuziehen und sich zu überlegen, welche Dinge man davon nutzen kann, um die Inhalte besser zugreifbar und findbar zu machen, das ist ein hochinteressantes Thema. Und man sieht da einige Firmen relativ clever vorangehen. Auch CNN ist dabei ganz interessant unterwegs mit in dieser Richtung und auch einige Häuser in Europa. Ein anderes Thema sind automatische Indizierungswerkzeuge, Extraktion aus Mediendateien, Informationen, die ich aus den Medien selbst entleiten kann, oder aus Begleitdokumenten, Produktionsnotizen, XML-Dokumenten, die mitkommen, andere Informationen, das Auslesen, Untertiteldateien, Subtitle-Files herauslesen, was drin ist, einfach Dinge wiederzuverwenden und dann die etwas gehobenen Dinge, Spracherkennung, OCR, Gesichtserkennung und so weiter. Dazu auch noch ganz kurz ein kleines Beispiel. Auf der Fiat IFTA letztes Jahr haben Kollegen von NHK, dem japanischen öffentlich-rechtlichen Fernsehen, ein Projekt vorgestellt. Sie hatten eine unglaubliche Menge an Material für diese Fukushima-Katastrophe gedreht, 20.000 Stunden. Und da waren so viele Kamerateams unterwegs und es gab am Anfang keine besonderen Richtlinien, wie das alles zu machen sein soll. Es sind enorme Mengen an Material verstanden, die alle nicht dokumentiert sind und keiner weiß genau, was das eigentlich alles bedeutet. Also wurde jetzt ist ein Projekt hingegangen und hat angefangen, sich zu überlegen, wie sie das aufbereiten können, dass man etwas, was vielleicht was finden und zuordnen kann. Sie haben Softwarewerkzeuge verwendet, die erkennen können, ob ein Material eventuell eine Luftaufnahme ist und die zu klassifizieren. Sie haben Werkzeuge genommen, die erkennen konnten, ob ein Gesicht eventuell groß präsent im Bild war und haben gesagt, das ist ein Kandidat für ein Interview. Vielleicht kann ich dann reinschauen und schauen, ob da eine Interviewsituation stattfindet. Irgendwann, als NHK gemerkt hat, dass das aus dem Ruder läuft, haben sie den Produktionsteams Anweisungen gegeben, dass sie handschriftliche Notizen anfertigen sollten und die abfilmen. Also haben dann später die Leute Werkzeuge aufgesetzt, die versucht haben, Handschriften im Bild zu erkennen, die längere Zeit statisch stehen und daraus hinzuweisen, dass zumindest man vielleicht da finden kann, worum es geht und eventuell sogar versuchen kann, mit ein bisschen OCR-Texte zu extrahieren. Und dann haben sie gesagt, diese Dinge geschickt kombiniert. Auch wer zum Beispiel Spracherkennung gesagt hat, dass zwei Sprecher unterwegs sind, haben sie gesagt, wenn ich ein Bild habe, in dem ich eine Person sehe, und wechselseitig ein Gespräch stattfindet, dann ist das bestimmt eine Interviewsituation und haben angefangen, diese Dinge zu korrelieren. Ein hochinteressanter Ansatz, in dem man sieht, dass man mit solchen Werkzeugen zwar keine hundertprozentige Information kriegt, aber zusätzliche Möglichkeiten zur Erschließung. Daneben, zum Abschluss, gibt es immer die manuelle Verschlagwortung, zusätzliches Wissen zu generieren und die Qualitätssicherung der Dinge, die Sie aus den automatischen Werkzeugen bekommen. Und als letzten Impuls, semantische Netzwerke sind in dem Fall nicht nur Theorie oder wie DBpedia Dinge, die tatsächlich draußen sind, aber als ein bisschen Science gesehen werden. Vor nicht allzu langer Zeit hat Facebook seine Graph Search eingeführt, mit dem man solche Dinge tatsächlich plötzlich in einem sozialen Netzwerk sieht. Und das ist genau das Thema. Das soll es gewesen sein für heute, denke ich mal. Vielen Dank. Noch jemand da? Ah, Herr Wagner ist nicht mehr da. Okay, wie auch immer, nochmal herzlichen Dank. Ich hoffe, es hat Ihnen gut gefallen. Und wenn irgendwie Fragen dazu sind oder so, schick's mir eine Mail, peter.thomas@evit.com, und ich versuche Ihnen das entsprechend was zu beantworten. Bis dann. Ciao.